Meine sehr geehrten Damen und Herren, danke fürs kurzfristige Kommen zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit hier ins Finanzministerium. Aber ungewöhnlich war dieser Tag auch für mich, das können Sie mir glauben. Wie Sie ja alle bereits wissen, war ich heute zu einem vereinbarten Gesprächstermin in den Räumlichkeiten der WKStA, nachdem vorgestern für mich völlig überraschend Medienberichte ans Tageslicht gekommen sind, wonach ich als Beschuldigter geführt werde. Und Sie können sich sicher vorstellen, dass ich daher froh bin, dass dieser Gesprächstermin heute stattgefunden hat und ich nur noch weiß, was mir unterstellt wird. Diese Vorwürfe sind definitiv falsch und auch sehr einfach zu widerlegen. Nochmals, die Vorwürfe sind falsch und einfach zu widerlegen. Und das kann ich auch darlegen in kurzen Sätzen. Worum geht's? Vor fast 4 Jahren hat mich der damalige Novomatic-Chef um ein Gespräch über Spenden an die Volkspartei gebeten. Ich war damals übrigens nicht mal Mitglied in der Bundesregierung, aber für uns war schon damals klar, wir nehmen keine Spenden von Glücksspielunternehmen, von Waffenproduzenten oder Tabakunternehmen. Das war immer ein Grundsatz von uns und das habe ich auch immer wieder klar gemacht. Und wir können auch beweisen, dass es keine Spenden gegeben hat. Die Spendenlisten der Volkspartei sind öffentlich einsehbar und werden im Übrigen auch vom Rechnungshof geprüft. Und dort sieht man eindeutig, es hat keine Spende der Novomatic an die Landespartei Wien oder die Bundespartei gegeben, seitdem ich Landesparteiobmann oder Sebastian Kurz Bundesparteiobmann ist. Denn wie gesagt, für uns war von Anfang an klar, und das wissen Sie alle, dass wir keine Spenden von Glücksspielunternehmen, Waffenproduzenten oder Tabakkonzernen annehmen. Ich vertraue darauf, dass die Justiz diese Vorwürfe rasch und vollständig aufklären wird und dabei hat sie auch weiterhin meine volle Unterstützung.